ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Diesen Turn werden Sie so schnell nicht vergessen. Die Wellen der Elbe zerfetzen die Frontscheibe einer Hamburger Hafenfähre. Der Fluss aufgepeitscht durch das Orkantief Ilenia, das über weite Teile Deutschlands gewütet ist. Verletzt wurde hier aber zum Glück niemand. Und damit guten Abend zu den Tagesthemen. Zum Orkan und den weiteren Sturmaussichten für morgen später mehr im Laufe der Sendung. Denn wir beginnen zunächst mit der Lage in der Ukraine, wo es trotz der Bemühungen der vergangenen Tage keine Zeichen der Entspannung gibt. Im Gegenteil. Russland beharrt weiterhin darauf, dass es doch längst mit einem Truppenabzug an der Grenze zur Ukraine begonnen habe und beteuert zu deeskalieren. Die USA warnen dagegen weiterhin vor einer möglichen russischen Invasion in den kommenden Tagen. Währenddessen berieten die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel über das weitere Vorgehen. Die aktuellen Entwicklungen fasst Sabine Krebs zusammen. Gefeuert wird hier seit Tagen. Dies aber sind nur gemeinsame Militärübungen russischer und belarussischer Einheiten. Die Bilder kommen vom russischen Verteidigungsministerium. Die Angst vor einer Zuspitzung der Krise um die Ukraine ist seit heute allerdings wieder ein Stück gewachsen. Der russische Außenminister erklärt dazu: Am 20. Februar enden unsere Manöver, so wie es angekündigt war. Ob am 20. Februar die Eskalation beendet ist, weiß ich nicht. Es wird befürchtet, dass aus Säbelrasseln bitterer Ernst werden könnte, auch weil in der Ostukraine die Waffenruhe nicht eingehalten wird. Auf diesen Amateuraufnahmen sollen Mörsereinschläge in Donetsk zu hören sein, verbreitet von der Nachrichtenagentur Reuters. Aus Russland unterstützte Rebellen und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die Angriffe gestartet zu haben. Ähnlich unübersichtlich ist die Lage im Luhansker Gebiet. Dieses Kindergartengebäude ist von einem Geschoss getroffen worden. Veröffentlicht wird das Video von der ukrainischen Polizei. Die OSZE reagiert besorgt und fordert ein Ende der Eskalation. Bei der NATO in Brüssel herrscht große Sorge wegen der Situation in der Ostukraine. Wir und unsere Alliierten werden aufmerksam sein und vor allem schauen, ob es sich um Operationen unter falscher Flagge handelt, wo Russland also einen dramatischen Vorfall inszeniert, um einen Angriff zu rechtfertigen. Und am Weißen Haus warnt US-Präsident Biden heute erneut vor einem russischen Angriff. Es deutet alles darauf hin, dass sie bereit sind, in die Ukraine einzudringen und die Ukraine anzugreifen. Der Ton zwischen Russland und den USA bleibt rau. Vorfahrt des amerikanischen Botschafters vor dem russischen Außenministerium in Moskau. Er bekommt dort ein Schreiben ausgehändigt, auf 10 Seiten. Darin fordert Russland die USA zum Abzug ihrer Streitkräfte aus Zentral- und Osteuropa sowie dem Baltikum. Russlands rote Linie und die Sicherheitsinteressen würden weiter ignoriert, so heißt es in dem Brief, und Russland plane keine Invasion in der Ukraine. Damit nicht genug. Wie heute bekannt wurde, hat Russland den stellvertretenden Leiter der US-Botschaft in Moskau ausgewiesen. In Brüssel wiederum Sondersitzung der EU-Regierungschefs. Sie haben besprochen, welche Wirtschaftssanktionen sie bei einem Angriff verhängen würden. Weitere Details gibt es aber dazu öffentlich nicht. Ich habe schon berichtet, dass wir für den Fall einer militärischen Aggression uns sorgfältig vorbereitet haben in den letzten Tagen, Wochen und Monaten, sodass wir sofort und schnell handeln können. Und das ist eine Botschaft, die, glaube ich, auch verstanden worden ist. Zurück zu den Militärmanövern in Belarus. Präsident Lukaschenko besucht die Soldaten und macht sich vor Ort ein Bild über die Lage. Und nicht nur er. Es ist ein organisierter und auch inszenierter Tag für die Presse, auch für die ausländische. Ja, und unser Kollege Demian von Osten berichtet derzeit aus Belarus und war auch heute bei diesem Manöver dabei und hat es beobachtet. Demian, welche Signale sollten denn von dieser Übung da heute ausgehen? Ja, also wir haben schon einen sehr selbstbewussten Lukaschenko erlebt, der natürlich im Umfeld seiner Militärs sehr selbstbewusst auftreten kann. Und er hat sehr deutlich gemacht, dass Russland und Belarus, was das Militär angeht, fast eins seien. Er sagte, wir unterstützen die, die unterstützen uns, und sprach dann auch davon, dass er gerne von Russland weitere Waffen geliefert haben würde. Er wäre auch bereit, so sagt er auf Nachfrage einer Journalistin, Nuklearwaffen in Belarus zu stationieren, fügte dann noch hinzu, sogar Supernuklearwaffen.
wenn denn die Gegner es erforderlich machten. Das sei natürlich mit Blick auf den Westen gerichtet. Also der Westen muss davon ausgehen, dass wenn die Spannungen mit Russland zunehmen, dass sie mit Belarus gleichermaßen zunehmen. An der Frontlinie in der Ostukraine nehmen die Spannungen auch weiter zu. Das sieht also weiter nach Eskalation aus? Ja, so sieht es im Moment aus. Die Waffenstillstandsverletzungen, die von den OSZE-Beobachtern gemessen werden, haben sich um das Dreifache oder Achtfache erhöht in den Gebieten Donetsk und Lugansk, die besetzt sind. Und das ist natürlich eine besorgniserregende Entwicklung, weil es Schwierigkeiten geben kann in diesen Gebieten. Erstens wird in Russland diskutiert darüber, oder die Duma hat entschieden, dass sie den russischen Präsidenten ersuchen möchte, die Gebiete DNR und LNR, also diese eigentlich nicht anerkannten Volksrepubliken, dass Russland die anerkennen soll als unabhängige Staaten. Das führt natürlich zu vielen Diskussionen, und dann muss man dazu wissen, dass in diesen Gebieten mittlerweile mehrere hunderttausend Menschen leben, die russische Pässe haben, und das birgt natürlich die Gefahr eines gefährlichen Präzedenzfalls. Wenn diesen Menschen etwas passiert, würde auch Putin argumentieren können, es sind russische Staatsbürger, auch wenn die Ukraine dagegen natürlich protestiert und das fragwürdig ist. Aber das könnte eben einen Präzedenzfall für eine neue Eskalationsstufe in der Ostukraine bedeuten. Demian von Osten, vielen Dank für diese Informationen nach Minsk. Ja, die Ukraine-Krise, die überlagert derzeit vieles, auch einen anderen Konflikt, der aber ebenfalls europäisches Militär betrifft. Das Bürgerkriegsland Mali. Dort ist auch die Bundeswehr im Einsatz. Die Mission gilt als derzeit gefährlichste für unsere Soldatinnen und Soldaten. Vor allem aber war jahrelang Frankreich in dem westafrikanischen Land engagiert. Heute nun der Beschluss aus Paris, die Franzosen ziehen ab. Damit beenden sie ihre Antiterroroperation Barkhane mit rund 4.800 Soldaten und auch die internationale Takuba-Mission mit etwa 800 Mann, an der Frankreich ebenfalls beteiligt ist. Die ziehen ab. Die Deutschen bleiben zunächst. Sie sind an zwei anderen Militäroperationen beteiligt, an der UN-Mission MINUSMA mit etwa 13.000 Blauhelmsoldaten, darunter 1.020 Deutsche zur Stabilisierung. Und auch dann an der Ausbildungsmission EUTM, darunter etwa 295 Deutsche. Über die Gründe für den französischen Abzug und was das für die Bundeswehr bedeutet, Christine Schweizer. Sie werden schon bald das Land verlassen. Etwa 5000 französische Soldaten sind hier in Mali stationiert. Sie kämpfen unter anderem gegen den internationalen Terrorismus. Doch zwischen den Machthabern in dem westafrikanischen Land und den französischen Truppen gibt es Spannungen. Präsident Macron hat deshalb den Truppenabzug verkündet. Wir können uns militärisch nicht weiter an der Seite einer Regierung engagieren, die weder unsere Strategie noch unsere Ziele teilt. Das ist aber genau die Situation, vor der wir in Mali stehen. Seit 2013 sind französische Truppen in Mali. Die damalige Regierung hatte die ehemalige Kolonialmacht um Unterstützung gebeten, um islamistische Terrorgruppen aus dem Norden des Landes zu vertreiben. Doch die Regierung von damals gibt es nicht mehr. Das Militär hat sich inzwischen an die Macht geputscht. Das Land versinkt in Chaos, Gewalt und Armut, sagen Hilfsorganisationen. Man habe sich zu lange auf den militärischen Einsatz konzentriert, erklärt uns eine Oxfam-Mitarbeiterin. Es fehlten Investitionen, etwa in Bildung, sagt sie. Wenn junge Menschen frustriert sind, ihre Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, dann macht sie das empfänglich für alles Mögliche. Diese Verunsicherung nutzen inzwischen auch andere für sich. Russische Söldner etwa kämpfen an der Seite der Militärjunta. Sie würden die Machthaber in Mali aber nicht nur mit Waffen versorgen, sagen außenpolitische Beobachter. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, dass Russland ganz massiv investiert hat in den, was wir Desinformation nennen. Es hat also seine Medienpräsenz in Westafrika ausgeweitet und ganz gezielt immer wieder anti-westliche, auch anti-französische Propaganda über seine Medienkanäle in Mali verbreitet. Auch deutsche Soldaten sind hier stationiert. Sie helfen im Auftrag der Vereinten Nationen, etwa bei der Ausbildung malischer Sicherheitskräfte. Frankreich unterstützt mit einem Feldlazarett und Kampfhubschraubern. Beides fehlt künftig auch den deutschen Soldaten, wenn die Franzosen ihre Truppen abziehen.
In Berlin wird nun darüber diskutiert, ob man den Einsatz fortsetzen kann. Die Grünen haben Bedenken. Das hat natürlich für die ganze Sahelregion Auswirkungen auf die Sicherheit der anderen Missionen, aber natürlich auch auf die Entscheidungen der Partner, ob sie weitermachen können und wollen unter diesen Bedingungen, wo es eben keine Rückkehr zum vereinbarten Übergangsfahrplan und zu einer legitimen Ordnung in Mali gibt. Die CDU hält das durchaus für möglich und notwendig. Wer verhindern will, dass sich Menschen aufmachen, aus den Ländern zu flüchten nach Europa, der muss bereit sein, einen Beitrag auch in der Sahelzone zu liefern. Aber ein Einsatz unserer Bundeswehr ist nur dann zu verantworten, wenn die Sicherheit auch gewährleistet ist. Die Entscheidung der Franzosen, Mali zu verlassen, bringt die Bundeswehr in Bedrängnis und zwingt Deutschland zum Handeln. Tja, wie weiter in Mali für Deutschland und die Bundeswehr? Das habe ich die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht gefragt am Vorabend der Sicherheitskonferenz in München. Guten Abend, Frau Lambrecht. Einen schönen guten Abend. Frankreich schafft mit seinem Abzug nun Tatsachen, die haben auch Auswirkungen auf das internationale Engagement insgesamt. Müssen jetzt auch die deutschen Soldatinnen und Soldaten abziehen? Wir werden auf jeden Fall unser Engagement jetzt intensiv überprüfen müssen, denn die Fähigkeiten, die Frankreich erbracht hat, die waren auch wichtig für unsere Soldatinnen und Soldaten, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit. Und wenn das jetzt fehlt, dann muss es kompensiert werden. Und an dieser Frage werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen arbeiten müssen, wenn wir uns dazu entscheiden, weiterhin dort vor Ort engagiert zu sein. Sie sagen es, gerade wenn es im Einsatz hart auf hart kommt, dann waren die französischen Kampfhubschrauber ja extrem wichtig. Gibt es denn da Überlegungen schon, wie das kompensiert werden könnte? Also die Kampfhubschrauber sind das eine, da geht es um die Sicherheit. Und jetzt muss man schauen, ob eine andere Nation diese Aufgabe übernehmen, diese Fähigkeit übernehmen kann oder ob Frankreich womöglich von einer anderen Region aus dann diese Leistung erbringen könnte. Darüber werden wir jetzt mit unseren Verbündeten intensiv diskutieren müssen, denn es muss klar sein, wenn unsere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz sind, dann müssen sie auch ausreichend geschützt werden. Höre ich da dann raus, aber wenn Sie zu dem Schluss kommen, das ist nicht gegeben, dann endet auch der deutsche Einsatz in Mali. Ich bin für die Gesundheit, für das Wohlbefinden, für die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten verantwortlich. Und wenn ich das nicht gewährleisten kann, dann müssen wir diesen Einsatz beenden. Deswegen müssen wir uns jetzt überlegen, zum einen, ob wir überhaupt uns weiter dort vor Ort engagieren wollen. Und wenn ja, dann muss geprüft werden, wer diese Fähigkeit übernimmt. Ja, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir engagiert sein können. Und würden Sie sagen, wir wollen uns da weiter engagieren, wenn das die andere Voraussetzung ist? In dieser Region ist es ganz wichtig, dass der Kampf gegen die Terroristen weiterhin geführt wird, denn der ist noch lange nicht erfolgreich beendet. Aber es muss auch klar sein, dass unsere Ziele, was wollen wir erreichen? Da geht es ja nicht nur um den Kampf gegen den Terrorismus, sondern beispielsweise bei EUTM insbesondere auch um die Ausbildung der malischen Soldaten. Und wenn wir da nicht das Gefühl haben, das geht in die richtige Richtung, wir bilden hier auch die Richtigen aus, dann müssen wir uns ja wohl die Frage stellen, ob das weiterhin verfolgt wird. Wenn Mali beispielsweise Wahlen aussetzt, auf 5 Jahre verschiebt, also gar nicht bereit ist, diesen vereinbarten diesen Demokratisierungsprozess mitzugehen, dann finde ich, ist diese Frage mehr als berechtigt. Und dann würde ich auch empfehlen, diesen Einsatz EUTM nicht länger zu verfolgen. Was anderes ist MINUSMA. Da leisten wir einen wesentlichen Beitrag durch Aufklärung. Und da ist es aber erforderlich, dass wir dann auch die Sicherheit gewährleisten können. Also es gibt viel zu tun in diesem Bereich. Ja, aber die Franzosen scheinen ja schon einen Schritt weiter zu sein. Die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das nicht weitergeht. Ein Hauptargument dabei ist ja, die Militärregierung macht keine Anstalten, zur Demokratie zurückzukehren, geschweige denn, wie Sie sagen, Wahlen dann zu veranstalten. Das ist kein Grund für uns auszusteigen? Ich meine, sollen deutsche Soldatinnen und Soldaten dann eine Militärregierung weiter unterstützen? Genau das ist die Frage, die wir momentan intensiv diskutieren müssen. Die Mandate müssten Ende Mai verlängert werden oder eben auch nicht. Und diese Frage ist jetzt zu diskutieren. Wenn die malische Regierung nicht bereit ist, Vereinbarungen weiterhin einzuhalten, die ganz klar auf dem Tisch lagen, nämlich diesen Transitionsprozess dadurch zu gewährleisten, dass Wahlen angesetzt wird, freie demokratische Wahlen, dann müssen wir uns doch wirklich die Frage stellen, ist das die Regierung, die wir unterstützen wollen, sind das die Soldatinnen und Soldaten, die wir ausbilden wollen? Und ich meine nein. Aber diese Diskussion müssen wir führen, denn die Mandate werden verabschiedet. Darüber entscheidet das Parlament.
Frau Lambrecht, ich muss auch noch mal auf eine andere Situation zu sprechen kommen, die Ukraine-Krise. Die deutschen Bundeswehrhelme, die geliefert werden sollen für die Ukraine, die sind offenbar noch nicht geliefert worden. Aber Sie und Ihre NATO-Kollegen, die haben die Entsendung weiterer Kampftruppen nach Osteuropa beschlossen. Wie sehr wird sich die Bundeswehr daran beteiligen? Wir haben vor anderthalb Wochen entschieden, dass wir unsere Kräfte an der Ostflanke in Litauen verstärken. Wir sind dort schon mit über 500 Soldatinnen und Soldaten vor Ort. Und wir haben jetzt 367 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten in Gang gesetzt. Die ersten sind schon da. Ausrüstung, Artillerie gehört damit dazu. Von daher sind wir bereit, auch an der Ostflanke unseren Teil im Bündnis zu leisten. Das ist schon in Gang gesetzt. Da sind wir selbstverständlich auch in der Verantwortung. Aber die Rede ist von weiteren sogenannten Battle Groups. Wird sich Deutschland daran beteiligen? Wir haben, wie gesagt, jetzt unseren Beitrag dadurch geleistet, dass wir in Litauen deutlich verstärkt haben. Wir sind jetzt mit fast 1000 Soldatinnen und Soldaten vor Ort und natürlich auch mit der entsprechenden Gerätschaft. Wir beteiligen uns am Air Policing. Wir haben Eurofighter zur Verfügung gestellt. Das ist der Beitrag, den Deutschland leistet. Das ist die aktuelle Situation. Und sollte sich die Situation deutlich verschärfen, sollte es zu einem Angriff auf die Ukraine kommen, dann werden auch wir weitere substanzielle Beiträge leisten. Darauf sind wir ausgerichtet, darauf sind wir vorbereitet. Das muss jedem klar sein, das muss Russland klar sein, dass die NATO da mit einer Stimme spricht und auch dann handelt. Haben Sie inzwischen denn auch weitere Einsichten zum angekündigten Truppenabzug der Russen entlang der ukrainischen Grenze? Da haben wir Worte gehört, ja, Worte, die so ein bisschen hoffnungsvoll gemacht haben, aber Taten sind bisher noch nicht erfolgt. Und genau das muss jetzt passieren, wenn es wirklich zu einer Deeskalation kommen soll, damit auch der Dialog wieder stattfinden kann, damit wir im NATO-Russland-Rat, im Normandie-Format wieder miteinander sprechen. Das ist ganz wichtig, aber es braucht jetzt diese Signale und bisher gab es außer Worten nichts. Da müssen dringend Taten erfolgen. Es muss ein substanzieller Truppenabzug sein, der eben nicht nur das eine oder andere beinhaltet, sondern wesentliche Teile, wo auch deutlich wird, dass jetzt der Wille dazu besteht, zu deeskalieren. Sagt die Bundesverteidigungsministerin. Frau Lambrecht, danke für das Gespräch. Danke Ihnen. Ob in der Stadt oder auf dem Land, es mangelt überall an bezahlbarem Wohnraum. Dagegen will die Bundesregierung regelrecht anbauen. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr sollen entstehen. Ein Viertel davon 100.000 reine Sozialwohnungen. Das kostet so schon viel Geld, aber noch mehr, wenn die auch noch klimaneutral sein sollen. Will die Ampelkoalition aber durchaus, denn gut ein Drittel aller deutschen Treibhausgasemissionen lassen sich auf Gebäude und aufs Bauen zurückführen. Wie sozial und klimaverträgliches Wohnen geht und wer das bezahlen soll, darüber haben Politik und Baubranche heute auf dem Wohnungsbautag beraten. Und wie es in der Praxis schon aussehen kann, berichtet Thomas Denzel. Wenn sie die Heizung aufdreht, dann jetzt mit reinerem Klimagewissen. Bis vor kurzem hat Gresmeli Tacheda in einem Altbau gewohnt. Nun aber sind sie und ihre Familie hier eingezogen. Wieder in eine Sozialwohnung, diesmal aber in einem Energieeffizienzhaus. Wir freuen uns auf die Betriebskostenabrechnung Ende des Jahres, weil wir wissen, dass wir uns da ein paar Euros einsparen werden, vor allem jetzt, wo die Energiepreise ja immer höher steigen. Alle 70 Apartments in diesem Wohngebiet in Esslingen sind Sozialwohnungen. Und alle erfüllen den Energiehausstandard 55. Sie sind also sparsamer als das, was beim Bau gesetzlich vorgeschrieben ist. Außerdem verbirgt sich unter dem Putz Holz als Baustoff, was die Klimabilanz zusätzlich verbessert. Ein Projekt, das dem Oberbürgermeister besonders wichtig ist. Ausreichenden Klimaschutz könne es nur geben, sagt er, wenn auch Sozialwohnungsmieter klimafreundlich wohnen. Die freuen sich, dass sie hier preiswerte Mietwohnungen haben, können aber nicht anders schauen, ist die Wohnung klimaneutral. Von daher machen wir das als Wohnungsbauunternehmen. Die Stadt Esslingen und ihre Wohnbaugesellschaft. Sie haben sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Schon 2035 soll die Stadt klimaneutral sein. Dächer voller Solarzellen deshalb hier. Ein komplett neues klimafreundliches Viertel entsteht, mitten in der Innenstadt. Selbstgemachter Strom für den Eigenbedarf. Und bei der Gebäudedämmung noch besser als der besonders hohe und teure Standard 40, sagt der OB. Allerdings, hier ist auch nur jede achte Wohnung eine Sozialwohnung. Ein Problem.
Die Bundesregierung stellt deshalb mehr Geld für Sozialwohnungen in Aussicht. Mindestens 1 Milliarde Euro im Jahr, vielleicht mehr. Bei Esslingens OB dennoch Skepsis. Mit dem Milliardenprogramm, das jetzt auf den Weg gebracht wird, können die Städte nicht zufrieden sein. Wir haben Wohnungsnot und gleichzeitig muss Deutschland klimaneutral werden. Und von daher sind es die zwei Top-Themen, sowohl für Bundes- und Landesregierung. Deswegen brauchen wir viel, viel höhere Förderung. Und dann könne man auch im Sozialwohnungsbau Großes bewirken, ist der Bürgermeister überzeugt. So wie hier, im Keller unter dem neuen Esslinger Stadtviertel. Aus überschüssigem Strom vom Solardach entsteht grüner Wasserstoff. Im sozialen Wohnungsbau sei so etwas heute nur schwer möglich, sagt der OB. Künftig aber dürfe man beim Klimaschutz keine Kompromisse mehr machen, selbst nicht bei niedrigen Mieten. Auf keinen Fall unterschiedliche Energiestandards. Wir brauchen für alle Gebäude, egal ob das jetzt Mehrfamilienhäuser sind oder Villen, den gleichen energetischen Standard. Und das Ziel muss sein Klimaneutralität. Und das sieht auch Chrismeli Tacheda so. Sie freut sich, dass sie und ihre Familie zum Klimaschutz beitragen können. Und das, obwohl sie bei der Wohnungssuche nicht wählerisch sein konnten. Mehr bezahlbarer Wohnraum und wie das möglichst emissionsfrei gelingen soll, darüber habe ich am Abend mit der Bundesbauministerin Clara Geiwitz in Berlin gesprochen. Guten Abend, Frau Geiwitz. Guten Abend. Wie gut verstehen Sie sich eigentlich mit Bundesfinanzminister Christian Lindner? Ach, wir hatten heute einen sehr angenehmen Termin. Ich arbeite sehr gerne mit ihm zusammen. Ja, Sie können sich wahrscheinlich denken, woher die Frage kommt. Ich frage deshalb, weil immer deutlicher wird, dass Sie sehr, sehr viel Geld brauchen werden, wenn Sie die Bauziele der Bundesregierung von 400.000 Neuwohnungen, davon allein 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr erreichen wollen. Und da ist die Frage natürlich, wird der Finanzminister Ihnen das zur Verfügung stellen, dieses Geld? Wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass das eines der ganz konkreten Ziele dieser Bundesregierung ist. Wir haben ja eine Tendenz in Deutschland, dass die Anzahl der Sozialwohnungen sinkt. Das ist nicht gut. Wir brauchen Sozialwohnungen. Und momentan entstehen pro Jahr etwa 28.000. Das ist viel zu wenig. Und das wird nicht von alleine passieren. Und deswegen brauchen wir da auch eine starke Förderung durch den Bundeshaushalt. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt zum Beispiel den Ländern das Angebot machen kann, eine zusätzliche 2. Milliarde für dieses Jahr freizugeben. Aber wir werden noch mehr brauchen. In der Tat, damit Wohnen für Mieter nicht noch teurer wird als bisher schon, da rechnen die Bauverbände vor, würden jährlich allein 8 bis 14 Milliarden Euro sogar an Fördermitteln benötigt. Und allein die Klimasanierung der Altbauten beispielsweise, die würde, so die Verbände, 30 Milliarden Euro pro Jahr ebenfalls kosten. Nochmal, woher soll dieses ganze Geld kommen? Das sind 3 Punkte, die da wichtig sind. Das eine ist, zum Stück weit braucht man eine öffentliche Förderung. Zum Zweiten sind natürlich auch private Investitionen notwendig. Es ist ja auch häufig einfach eine Wertsteigerung, wenn man in sein Eigentum investiert. Und das Dritte ist natürlich, dass wir durch technologischen Fortschritt auch Kostensenkungen in diesem Bereich sehen werden, etwa durch serielles Sanieren. Ja, aber das Dilemma, in dem Sie ja stecken, ist doch, dass Sie Wohnen bezahlbar machen wollen und gleichzeitig immer mehr Energieeffizienz im Wohnbereich fordern. Beides gleichzeitig, das ist unter den derzeitigen Rahmenbedingungen für eben 400.000 Neubauten nicht machbar. Was ist Ihnen dann wichtiger, bezahlbarer Wohnraum oder Klimaneutralität? Also das finde ich ehrlich gesagt den ganz falschen Ansatz. Mit Blick auf die Klimaziele dürfen wir es nicht zulassen, dass man das Bauen und das Klima gegeneinander ausspielt, sondern wir müssen genau diese beiden Sachen zusammendenken. Es kann auch nicht sein, dass Sozialwohnungen klimatisch schlechter sind oder qualitativ schlechter sind als die anderen. Deswegen habe ich zum Beispiel heute gesagt, die zusätzliche Milliarde, die ich jetzt auf den Weg bringe in Richtung der Länder, die wird geknüpft mit dem EH55-Standard, auch mit Blick auf die Klimafreundlichkeit. Denn wir müssen zwingend beides zusammendenken. Wissen Sie, die Häuser, die wir heute im Jahr 2022 bauen, die sind ja nicht nur für uns, sondern für unsere Enkel und für diese Generation brauchen wir ja jetzt und da müssen wir beides zusammendenken. Das würden sicherlich alle unterschreiben, dass das am besten zusammengeht. Aber das Problem ist ja, dass das nicht so leicht ist. Sich das einfach nur zu wünschen, reicht ja nicht. Das bezahlbare Wohnen und eben auch das so zu sanieren, wie Sie es ehrgeizig vorgeben, bis 2045 die Klimaneutralität auch in dem Bereich. Das kommt nicht so einfach zusammen, nur weil man sich das wünscht.
Ja, wir sind ja auch nicht bei Wünsch dir was, sondern wir müssen jetzt zum Beispiel die beste Technologie entwickeln. Und da war heute auf dem Wohnungsbautag zum Beispiel die spannende Debatte, gehen wir allein auf Energieeffizienz, also dämmen wir unsere Häuser immer, immer weiter, bis sie immer, immer weniger Energie verbrauchen, oder machen wir zum Beispiel, das ist auch unser Ansatz, eine Lebenszyklusbetrachtung, schauen auch, was zum Beispiel an CO2 entsteht beim Produzieren der Häuser. Das ist ein großer Anreiz, zum Beispiel mit Holz zu bauen, was CO2 ja da speichert. Das würde die Energiebilanz des Gebäudesektors deutlich verbessern. Und das ist auch architektonisch noch ein sehr, sehr spannendes Material. Das steht in keinem Verhältnis, sagen die Bauverbände, wie die Energieeffizienz bis zum Maximum ausgereizt wird. Das heißt, ich habe Sie richtig verstanden, Sie sagen auch, nee, das muss gar nicht so bis zum Ultimo gedämmt sein, sondern wir gucken mehr, was einfach die Energiekosten für die Warmwasserversorgung und so weiter bringen. Also wichtig ist, dass das Gebäude der Zukunft, deswegen wollen wir ja auch die Wärmewende, ganz anders beheizt werden muss. Mein Wunsch ist auch, dass wir im Bereich des Mieterstromes besser werden, sodass der Anteil erneuerbarer Energien, die ein Haus selber produziert, höher wird. Das schafft ein bisschen Spielraum bei der Energieeffizienz. Und wir müssen ja auch sehen, dass die Dämmstoffe auch sehr, sehr viel Energie brauchen bei der Produktion. Deswegen werden Herr Habeck und ich gemeinsam zum 01.01.2023 spätestens einen neuen Förderstandard machen, der ein bisschen breitere Betrachtung dessen ins Auge nimmt, was wirklich die meiste CO2-Einsparung pro Quadratmeter bringt im Verhältnis zum eingesetzten Geld. Denn darum geht es. Wir wollen nicht bauen gegen Klimaschutz, sondern wir wollen intelligentes, mit der besten Technologie gefördertes Bauen, was dann auch die meiste CO2-Einspeisung hat. Wie wird das funktionieren? Durch einen Bausoli, dass man da vielleicht mehr Geld aus der öffentlichen Hand, mehr Förderung dann freimacht? Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, es sind drei Elemente. Das eine ist eine öffentliche Förderung, sowohl sozusagen über die Energieeffizienz, die bei Herrn Habeck konzipiert wird, als auch über eine stärkere Unterstützung des sozialen Wohnraums durch Wohnungsbaus durch mein Ministerium. Dann wird natürlich auch privates Geld fließen, das ist ja jetzt auch schon der Fall, weil das natürlich auch werthaltige Immobilien sind und auch eine Sanierung eines eigen selbstgenutzten Objektes auch eine Wertsteigerung darstellt. Und wir sind dabei, auch Technologien zu entwickeln, die energieoptimiertes Bauen auch preiswerter machen werden. Ein Vorschlag aus der Baubranche lautet, mehr Büroraum in Wohnraum umzuwandeln. Das hat den Vorteil, ist schon da, und gerade in der Pandemie mit Homeoffice ist ja viel davon frei geworden. Wollen Sie das auch noch stärker fördern? Auf jeden Fall. Also Umbau ist einer der ganz wichtigen Punkte, weil das natürlich preiswerter ist im Vergleich zum kompletten Neubau. Und es ist natürlich von der CO2-Bilanz auch sehr, sehr sinnvoll. Da ist ja schon sehr viel Energie gebunden, die bei der Herstellung dieses Bürogebäudes gemacht wurde. Deswegen nicht abreißen, sondern umbauen. Das ist allemal sinnvoller. Sagt die Bundesbauministerin Frau Geiwitz. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Klimaschutz und soziales Bauen vereinbaren. Dazu hat Justus Kliss vom Rundfunk Berlin-Brandenburg folgende Meinung. Es ist machbar, aber sehr ehrgeizig. In den kommenden 4 Jahren will die Bundesregierung pro Jahr 100.000 neue Sozialwohnungen schaffen. Dabei sollen laut Bundesbauministerin die Klimaziele nicht außer Acht gelassen werden. 18% des gesamten deutschen CO2-Ausstoßes entfallen laut einer Studie auf den Wohnungsgebäudebestand. Da ist es sinnvoll, den klimaeffizienten Neubau zu fördern. Doch die derzeitige Diskussion um die Förderung von sogenannten Effizienzhäusern verengt den Blick auf den Neubau. Ein weiterer wichtiger Baustein für bezahlbares und klimafreundliches Wohnen liegt darin, bestehende Gebäude klimafreundlich umzurüsten. Denn der CO2-Ausstoß beim Neubau ist alleine durch die Zementherstellung für den beliebten Baustoff Beton sehr hoch. Aber wenn schon Neubau, dann muss einiges angepackt werden, damit innerhalb von 4 Jahren so viele Sozialwohnungen entstehen können, die sich wirtschaftlich für alle rechnen. Angefangen beim Bauland. Die Städte und Kommunen brauchen ein gesetzlich geregeltes Vorkaufsrecht, um denen Grundstücke zu verkaufen, die Sozialwohnungen bauen wollen. So können Baukosten gesenkt und Regeln für spätere Mieten vereinbart werden. Und 4 Jahre ist nicht viel Zeit. Die Baugenehmigungsverfahren müssen beschleunigt und vor allem digitalisiert werden. Gleichzeitig braucht es intelligente, dezentrale Energielösungen, zum Beispiel Kraft-Wärme-Kopplungs- und Photovoltaikanlagen. Nicht eine Heizung pro Haus, sondern eine Energielösung für mehrere Gebäude zusammen. Und es braucht genügend Fachkräfte, die all die Arbeiten in Planung, Genehmigung und Ausführung stemmen können. Ein ehrgeiziges Vorhaben, das angesichts zu weniger Sozialwohnungen gelingen muss. Die Meinung von Justus Kliss.
Seit dem Abgang von Richard Grenell im Juni 2020 war der Spitzenposten in der US-Botschaft in Berlin unbesetzt bis heute. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Thorsten Schröder. Deutschland hat nach fast zweijähriger Pause eine neue US-Botschafterin. Die Politikwissenschaftlerin Amy Gutman wurde von Bundespräsident Steinmeier zur Akkreditierung empfangen. Gutman war zuletzt Präsidentin der University of Pennsylvania. Erfahrung als Diplomatin hat sie bislang nicht. Die 72-Jährige hat deutsch-jüdische Wurzeln und ist die erste Frau, die eine US-Botschaft in der Bundesrepublik leitet. In der EU sind die Zulassungszahlen für Neuwagen im Januar auf einen historischen Tiefstand gefallen. Das teilte der Herstellerverband ACEA mit. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Das Hauptproblem der Branche sind die nach wie vor anhaltenden Lieferengpässe. Halbleiter sind Mangelware. Zwar konnten in Rumänien oder der Slowakei deutliche Absatzzuwächse erzielt werden, aber die glichen den Rückgang in Teilen Westeuropas nicht aus. Gegenüber dem Januar des Vorjahres sanken die Zulassungszahlen europaweit um 6%, in Frankreich und in Italien noch mehr. Deutschland aber legt um 8,5% zu. Experten meinen, hohe Rabatte bei Volkswagen-Modellen wie dem Golf seien dafür verantwortlich. Der europäische Automarkt insgesamt leidet unter dem Mangel an Halbleitern und der könnte noch eine Weile andauern. Manche Hersteller verhängen für bestimmte Fahrzeugtypen bereits einen Bestellstopp. Der Journalist und Autor Peter Merseburger ist tot. Der frühere ARD-Korrespondent und Publizist gehörte in der Nachkriegszeit zu den prägendsten und streitbarsten Gestalten der westdeutschen Medienlandschaft. In den 1960er und 1970er Jahren war Merseburger Leiter und Moderator des ARD-Magazins Panorama. Später zog es ihn als Korrespondent nach Washington, London und Ost-Berlin. Merseburger verstarb bereits am Dienstag in Berlin. Er wurde 93 Jahre alt. Und bevor wir zum Ende der Sendung noch einmal auf das heranbrausende Orkantief Zeynep schauen, blicken wir noch auf die Olympischen Winterspiele in Peking. Und da wurde der so emotionale gestrige Tag heute fast getoppt, denn es war gleich auf mehreren Bühnen hochdramatisch und Julia, da blieb kein Auge trocken. Nein, Taschentuchalarm in Peking sozusagen und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Tränen haben ja viele Quellen. Freude, Enttäuschung, Wut oder auch Mitgefühl zum Beispiel. Bei Skicrosserin Daniela Meyer hier war es Erleichterung. Nach einem kuriosen Rennen erst Blech, dann Bronze und schließlich Tränen. Ja, ich glaube, die Leute haben heute gesehen, dass es Skicross pur war. Entschuldigung. Ich habe einfach vom ersten Moment an gekämpft und ja. Entschuldigung, ich war gerade 2 Minuten. Aber es hat sich gelohnt. Diese olympische Medaille ist eine Premiere für Deutschland. Bis es allerdings soweit war, da erlebte Daniela Meyer eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Dieser Moment, wenn du Geschichte schreibst, dich aber gar nicht richtig freuen kannst. 10 Minuten zwischen Hoffen und Bangen, Ratlosigkeit und Unglaube, zwischen einem undankbaren 4. Platz und Bronze. Ich habe eigentlich damit abgeschlossen, dass ich 4. bin. Und habe den anderen gratuliert, natürlich, so wie sich's gehört. Gold geht an die Top-Favoritin Sandra Näslund aus Schweden. Silber für Marielle Thompson aus Kanada. Und Bronze für Fanny Smith, die Schweizerin, die noch lacht. Bis klar wird, dass die Jury diese Szene überprüft. Minutenlang. Hat die Schweizerin hier mit dem grünen Leibchen die Deutsche, in Blau, kurz vor dem Ziel regelwidrig behindert oder nicht? Ja, entscheidet die Rennleitung. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz, schimpft die Schweizerin. Und auch Daniela Meyer fühlt sich nicht wohl mit dieser Wendung. Das ist alles so in Bruchteilen von Sekunden und dann schiebt sie mich halt vielleicht ein bisschen weg, vielleicht wollte sie es auch nicht. Und das ist jetzt so von einem selber immer schwer zu sagen, ob es jetzt korrekt ist oder nicht. Und deswegen ist es wichtig bei uns auch, dass es eine Jury gibt, die da wirklich fair und das neutral entscheidet. Es ist eine harte, aber nachvollziehbare Entscheidung. Die Schweizer müssen sich erstmal schütteln. Der Deutsche Skiverband feiert dagegen die erste Medaille überhaupt im Skicross. Es ist eine Medaille, da fragt morgen kein Mensch danach, wie die zustande kam. Es war eine extrem lange Juryentscheidung. Und ja, das ist in unserem Sport so. Manchmal ist man auf der einen Seite und diesmal waren wir auf der glücklichen Seite.
Und dann kommt er doch noch, der Moment für Daniela Mayer, in dem sie Geschichte schreibt und sich auch endlich richtig freuen kann. Ja, bis der nordische Kombinierer Erik Frenzel seine Freudentränen laufen lassen konnte, da hat es ein bisschen gedauert. Bei der Siegerehrung, da fehlt er. Er hatte sich völlig verausgabt und das bei seinem lang ersehnten ersten Rennen nach der Corona-Pause in Peking mit der Staffel. Da wollte er heute unbedingt Gold holen. Ja, der Plan ging nicht ganz auf. Er endet silberfarben. Die Olympischen Spiele neigen sich dem Ende entgegen. Spieler, die Erik Frenzel zumeist hier verbrachte, Quarantänehotel, der Ort, an dem olympische Träume platzen. Zu Hause in der Oberpfalz wurde geschuftet. Hier entstand der Traum von Gold. Die Familie, seine Frau Laura, die drei Kinder, alle halfen mit. Dass es noch einmal klappt. Noch einmal Olympiasieger. Ich habe es gerade eben erst erfahren, dass wir Silber geholt haben. Von dem her, ja, ich bin überglücklich. Am Anfang auf der Schanze überzeugte Frenzel, wie auch seine Teamkollegen Manuel Feist, Julian Schmid und Vinzenz Geiger. Platz 3 nach dem Springen, nur 11 Sekunden hinter den führenden Österreichern. 4x5 Kilometer mussten gelaufen werden. Deutschland war lange vorn mit dabei. Die Frage war, reicht Erik Frenzels Kraft nach 10 Tagen Corona-Quarantäne ohne jedes Training auf Ski? Sie reichte nicht ganz. Der Sachse musste Norwegen, Österreich und Japan ziehen lassen. Schlussläufer Vinzenz Geiger konnte wieder eingreifen in den Kampf um Silber und Bronze. Gold war weg und ging an Norwegen. Geigers Schlussspurt brachte dann doch noch Silber für Deutschland. Ja, also ich glaube, dass es für mich so wirklich jetzt ein Happy End wird, muss ich erst noch ein bisschen verkraften, weil für mich ist gerade so der Moment, dass ich sage, ich hadere gerade noch ein bisschen mit mir selbst, dass ich es ja doch nicht ganz so rübergebracht habe, wie ich es mir vielleicht erhofft hatte. Am Ende ging es weniger um die Medaille. Froh, ihn gesund wiederzusehen, waren alle nach diesem olympischen Mannschaftswettbewerb. Sie hatte nach ihrem Auftritt nur eins im Kopf, nichts wie weg. Die russische Eiskunstläuferin Kamila Valieva. Olympia beginnt für sie wie ein Märchen und endet in einem Tränendrama. Als erste Frau steht die 15-Jährige 2 Vierfachsprünge, holt Gold im Teamwettbewerb. Und einen Tag später taucht eine positive Dopingprobe auf. Sie wird gesperrt. Nach langem Hin und Her darf sie dann doch noch einmal starten. Aber sie zerbricht. Am Ende wird sie 4. Gold geht an ihre Landsfrau. Die Siegerin kommt aus Russland. Das war nun keine Überraschung, der Name schon eher, Anna Scherbakowa. Es lag nicht an ihrer Leistung, einer wunderbaren, anspruchsvollen Kür, ihrem ausdrucksstarken Stil, dass sie trotz des Olympiasiegs im Eiskunstlaufen nicht die Hauptdarstellerin war. Die Augen hatten sich auf die 15-jährige Kamila Valieva gerichtet. Führend nach dem Kurzprogramm, Favoritin auf Gold. Aber unter Dopingverdacht stehend und weltweit Thema. Unter diesem Druck, dieser Last zerbrach sie und stürzte mehrfach. Es wurde ein Drama. ARD-Kommentator Daniel Weiß fand live diese Worte. In keiner Sekunde war sie wirklich da auf dem Eis. Dieses 15-jährige Mädchen, das als Wunderkind bezeichnet wird, als Jahrhunderttalent, das in den letzten Tagen so viel aushalten musste, zu viel für ein junges Leben, zu viel. Wenn ich Vater gewesen wäre, dann hätte ich sie schon längst nach Hause geholt. Valieva wurde 4. ARD-Sportschau-Expertin Katharina Witt, selbst 2-mal Olympiasiegerin, zeigte sich entsetzt. Sie ist 15, sie ist ein Kind, es tut mir leid. Du siehst sie da sitzen, wie sie da zusammenbricht. Also wenn die nicht, also, oh, könnt ihr ja, das nur wegschalten? Die war ein Schatten ihrer selbst, als sie da rausgegangen ist. Ja. Sie konnte hier nicht gewinnen in diesem ganzen Spiel. Die musste da rausgehen. Ich finde, man hat sie jetzt wirklich der Welt zum Fraß vorgeworfen. Fernab dieser Geschichte um Kamila Valieva wurde die einzige deutsche Läuferin Nicole Schott 17. Aber davon nahmen die wenigsten Notiz. Im Rampenlicht dagegen stehen Sie hier alle, die Eishockeyspielerinnen aus Kanada. Beim Siegerfoto, da waren Ihre Glückstränen schon wieder getrocknet. 3:2 gegen die USA. Revanche geglückt. Vor 4 Jahren hatte nämlich Kanada das Olympiafinale gegen die USA verloren.
Ab in die Halfpipe mit spektakulären Bildern heute in der Qualifikation. Dass Freestyler gefährlich unterwegs sind, ist bekannt. Aber Kameraleute, das ist neu. Zum Glück kamen hier alle mit dem Schrecken davon. Aber ob die harten Jungs vielleicht doch ein Tränchen verdrückt haben, ist nicht bekannt. Autsch, wir haben aber zu Beginn der Sendung Sturm gehabt. Die Bilder, die Auswirkungen des Sturmorkans Ilenia an der Elbe haben wir gesehen. Aber nicht überall ging es so überraschend glimpflich aus wie auf der Fähre in Hamburg. Zwei Menschen sind durch umgestürzte Bäume gestorben. Die Feuerwehr und die Polizei, die waren in vielen Teilen Deutschlands im Dauereinsatz. Und doch ist nach dem Sturm nur kurzzeitig Ruhe und damit eigentlich schon wieder vor dem Sturm. Orkantief Zeynep wird morgen Nachmittag erwartet. Andreas Himmer. Schwere See heute Morgen auf der Elbe. Orkanböen fegen durch den Hamburger Hafen. Immer wieder kämpft ein Fährkapitän mit meterhohen Wellen. Er bringt täglich Pendler über die Elbe. Dann passiert dies. Selbst Sicherheitsglas hält dem Orkan nicht stand. Glück im Unglück. Nur ein Passagier muss später ins Krankenhaus. Es sind noch bis zum Mittag über bange Stunden immer wieder gefährliche Orkanböen. Ich dachte, mein Haus fliegt weg. Das hat gestürmt wie Sau. Also wirklich. Also. Den Sturm habe ich auch schon gehört. Es war ziemlich laut. Ich bin nachts aufgewacht und habe gesehen, dass es ganz schön stürmt. Und habe einmal geguckt, weil wir einen großen Garten haben, ob irgendwelche Bäume umgefallen sind. Bäume fallen im Norden und Osten des Landes reihenweise um. Es gibt hunderte Feuerwehreinsätze. Mehrere Menschen kommen zu Tode. Eine Sturmböe fegt bei Oldenburg über eine Brücke, reißt ein LKW um. Der Fahrer kommt mit dem Schrecken davon. Der Bahnfernverkehr in der Nordhälfte Deutschlands wird vorübergehend komplett eingestellt. Er bleibt noch bis Samstag teilweise stark beeinträchtigt. In Bremerhaven ist wie überall entlang der Nordseeküste auch der Schiffsverkehr eingestellt. Wasser und Fluten sind das eine. Schlimmer ist oft der Wind. Der Hafen zumindest steht still. Bei diesen Windstärken kann kein Containerkran operieren. Von daher wollen die Schiffe und können noch gar nicht in den Hafen. Auch die Urlaubsinsel Wangerooge trifft der Orkan. Für Tage wird kein Schiff mehr anlegen. Heute schließt die Feuerwehr auch das riesige Flutschutztor, um das Inseldorf zu schützen. Im schleswig-holsteinischen St. Peter-Ording ist der Strand sonst breit und lang. Jetzt sorgt man sich um Sturmtouristen. Bei Orkan kommt das Wasser noch schneller. Es geht immer darum, dass hier keiner eingeschlossen werden soll von den Fluten. Und im Notfall ist es dann so, dass hier Feuerwehr und DLRG ehrenamtlich dann kommen würden. Der Sturm legt heute Nacht erstmal eine Pause ein, aber schon morgen Abend wird das nächste Orkantief erwartet. Ja, und deswegen gleich die Frage an Carsten, wie heftig wird dieses nächste Orkantief, Zeynep, denn? Ja, schon seit Tagen zeigen unsere Wettermodelle eigentlich nur eine Richtung. Es wird noch heftiger als das, was wir heute hatten und das, was wir in der letzten Nacht erlebt haben. Deshalb müssen wir sofort auf diesen nächsten Orkan staunen oder gucken und das mit einem großen Ausrufezeichen. Wir haben mal die einzelnen Zeitschritte so ein bisschen aufgesplittet, um genau zu zeigen, wie die Entwicklung sich von morgen Nachmittag, wir beginnen um 15 Uhr, wie sich die Entwicklung darstellt. Und gegen 15 Uhr erreicht uns im Westen eine erste Kaltfront mit Schauern, Gewittern. Entlang dieser auch schon dann schwere Sturm bis Orkan. Artige Sturmböen auftreten können. Um 18 Uhr rutscht diese Kaltfront weiter Richtung Mittelgebirge. Gleichzeitig werden wir gegen 18 Uhr dann an der gesamten Nordseeküste die ersten Orkanböen mit rund 120 Kilometer pro Stunde erreichen. Das heißt, das sind etwa die Geschwindigkeiten, die wir auch heute hatten. Es geht aber weiter. Höhepunkt beginnt gegen 21 Uhr. Und zwar geht es los auf den ostfriesischen Inseln, später auch ein bisschen landeinwärts. In dem Bereich im Norden Niedersachsens 120 bis möglicherweise 160 Kilometer pro Stunde, später auch an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Und dieser wahnsinnige Höhepunkt, der wird mindestens bis Mitternacht dauern, möglicherweise auch bis 1, 2 Uhr nachts kann es diese Windgeschwindigkeiten geben. Nach Mitternacht rutscht dieses Hauptwindfeld dann zur Ostsee und verlagert sich schrittweise über den Darß Richtung Rügen und Usedom. Aber auch landeinwärts in der gesamten norddeutschen Tiefebene müssen wir in der Nacht von Freitag auf Samstag erneut mit schweren Schäden rechnen, weil zum Teil eben noch höhere Windgeschwindigkeiten auftreten können. Jetzt zum Wetter. Und da beginnen wir in dieser Nacht. Und da gibt es erstmal eine gute Nachricht. Wetterberuhigung, Windberuhigung. Morgen erst im Verlauf des Vormittags erreichen uns dann die ersten Vorläuferwolken mit Regen. Am Nachmittag kommt dann diese besagte Kaltfront mit den Schauern und Gewittern hier an, als leicht dunkles Band so zu erkennen. Und dann beginnt eben diese Sturm- und Orkanproblematik, vor allem an der Nordseeküste
und der Ostseeküste. Die Temperaturen morgen Nachmittag relativ weit oben. Und zwar meistens 6 bis 15 Grad, im Südwesten sogar bis zu 19 Grad. Kurz noch zu den weiteren Aussichten. Und vor allem in puncto Wind heißt es ab Samstag, Vormittag, Mittag Beruhigung. Denn bis zum Vormittag wird es weitere Sturmböen, vor allem im Nordosten, geben. Dafür am Samstag dann dahinter auch mal wieder Sonnenschein. Der Sonntag hingegen viele neue Wolken, immer wieder Regen. Aber wir müssen vor allem auf morgen Abend schauen. Ja, du sagst es, Carsten. Vielen Dank für diese Aussicht und diese Warnung. Am besten zu Hause bleiben, vor allem im Norden. Da werden wir natürlich drauf blicken morgen, aber für heute waren das die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Extra 3. Um 0.30 Uhr meldet sich dann Konstantin Schreiber mit dem Nachtmagazin und wir sind dann eben morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.